Hallo meine Lieben, ich hatte gestern ja gesagt, ich werde heute 4 Wohnungen reinstellen zum Vermieten. Eine ist leider schon weg, die für 800 Lira ist schon weg. Und die anderen, also die für 800 Lira war ja was Einfacheres, etwas weiter weg vom Strand und auch im Erdgeschoss. Ich persönlich empfehle nicht unbedingt Erdgeschoss, weil halt die Katzen dann immer Pipi machen können auf den Balkonmöbeln und so weiter. Aber es ist jedem seine eigene Sache. Ne? Manchmal ist Erdgeschoss auch schön, muss man selber wissen. Wenn man selber ein Haustier hat, ist natürlich Erdgeschoss auch schön. Lange Rede, kurzer Sinn, die Wohnung ist schon weg, die für 800. Und ich hatte ja auch gestern, die drei anderen Wohnungen werden gerade hochgeladen. Und ich hatte gestern gesagt, ich weiß den Preis noch nicht hundertprozentig. Und also es geht auch nicht, dass man jährlich zahlt und dann billiger bekommt. Laut dem Hausbesitzer geht es nicht, er will es nicht. Die Vierzimmerwohnung kostet 2000 türkische Lira plus 160 türkische Lira Nebenkosten. Lira, ja. Die andere, aber ich sehe es ja im Video, die andere kostet 1750 türkische Lira. Und es war heute schon jemand da und hat schon auch angeschaut, sich die Wohnungen, und hat auch gefragt, ob es günstiger geht. Der Hausbesitzer will nicht, ja? Er will es nicht günstiger ergeben. Ich verstehe es ja, es gibt keine Wohnungen, versteht ihr? Bitte googelt selber nach, bevor ihr irgendwie Interesse zeigt oder eine Mail schickt an mich. Googelt selber mal, tippt einfach ein bei Google, Wohnung zu vermieten oder zu kaufen in Alanya, und dann schaut einfach selber nach. Und wenn ihr was Schöneres findet, freue ich mich für euch. Und wenn ihr was Günstigeres findet, freue ich mich natürlich auch für euch. Und wenn ihr aber meine Schöne findet, besser findet, dann meldet euch einfach. Die E-Mail steht in der Info. 1750 türkische Lira, wie gesagt, kosten die Dreizimmerwohnungen. Und die Vierzimmerwohnung kostet 2000 türkische Lira. Ja, ja, eine Monatsmiete Kaution und weitere Infos einfach per Mail. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Leute, ich habe es euch gewandt. Es wird vor über einem Jahr, es wird teurer, habe ich gesagt. Es wird teurer und es ist teurer geworden. Wenn man in einer Wohnung mietet, wenn man in einer Wohnung wohnt, kann der Hausbesitzer eine gesetzliche Inflationsrate erhöhen. Die war jetzt bei 10%. Ja? Die kann er erhöhen, die gesetzliche Inflationsrate. Wenn man aber auszieht, dann kann er natürlich die Preise machen, wie er möchte. Ja? Und dann halt den neuen Mieter halt so geben. Ja, ja, so viel mal von mir. Bei irgendwelchen Fragen einfach an mich eine Mail. Und wie gesagt, schaut euch im Internet nochmal um. Ich hoffe, ihr findet was Günstigeres, was Schöneres. Meine haben halt den Vorteil, dass sie direkt gleich am Strand sind, 3 Minuten zu Fuß. Und auch gleich bei meinem Café in der Nähe sind. Und ja, so viel mal von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch gut gehen.